der mächtige Panzer Tiger II. Der Tiger II, auch bekannt als Königstiger, war einer der beeindruckendsten Panzer des Zweiten Weltkriegs. Entwickelt in Deutschland, trat er 1944 in den Dienst. Mit seiner leistungsstarken 88 mm Kampfwagenkanone und der dicken Frontpanzerung wurde das gepanzerte Fahrzeug von seinen Gegnern gefürchtet. Sein Gewicht und seine Größe stellten jedoch in bestimmten Geländen logistische und Mobilitätsherausforderungen dar. Trotzdem hinterließ seine Präsenz in Schlachten wie der Schlacht in den Ardennen und der Verteidigung Berlins einen bleibenden Eindruck in der Militärgeschichte. Der Tiger II repräsentierte den Höhepunkt deutscher Panzertechnologie während des Konflikts und wird bis heute von Enthusiasten militärischer Fahrzeuge studiert.